Gut. I'd be glad to. Was ist in dem Wasserbecken? Ein vitanischer Schlüssel. Und Adra. Sie verlassen ihre Körper, um ihre Sehnen anzubieten und sich der Schwäche des Fleisches und der Entkräftung der Knochen zu entsagen. Endlich haben sich die barbarischen Gottlos gebeugt. Ah. Ein Mann und eine Frau aus glänzendem Adra gehauen, gießen den Inhalt einer Vase zu ihren Füßen. Eine Reihe von Hieroglyphen zeigt in einer Schlange anstehende Männer und Frauen, die in ein Becken hinabsteigen. Die Gestalten, die unter dem Becken herauskommen, stehen mit ausgestreckten Armen und triumphierend gelassenen Gesichtsausdrücken da. I'll take a look. Hm. Wieder ein Irrlicht. Zwei Irrlichter. Stand together. Die Bilder dieser Nische zeigen eine Reihe bleicher Steine, die eine Rüstung umgeben. Aus den Steinen fließt irgendwas in die Rüstung und erfüllt sie mit goldenem Schein. Also ja, hier, werden Animaten wohl erschaffen. Vier eierförmige Steine, die auf kurzen, schmalen Socken liegen, sind alle auf einem Altar in der Raummitte hin ausgerichtet. Ja, hier werden Animaten wohl erschaffen. Dann gucken wir uns die andere Seite an und bevor wir durch die große Tür gehen, werden wir wahrscheinlich mal rasten müssen. Das haben wir schon gelesen, gell? Ja. So, mal gucken, was es auf der Seite gibt. Außer jeder Menge Phantome. Aus einer zentralen Säule wächst Adra, der sich die Treppen hinab zu ergießen scheint. Innerhalb des sich kräuselnden Adra sind leuchtende eiförmige Steine eingebettet. Ich würde mal sagen, da haben sie beim Tod die Seelen eingefangen, die Steine, um sie dann in Animaten zu bilden, binden. Um ewige Wächter zu haben. Oh Gott, das sind hier viele. Okay, umwerfen können wir sie. That didn't work. Need to try something else. Certainly. Keeping an eye out. So, im nächsten Raum scheint es warm auszusehen. Oh, ein Adra-Animat. Ein Schmiedemeister. Der könnte etwas böser werden. Wie viele Freunde hast du hier?
2. 3. Okay. 4. Kanna, wir brauchen dringend eine Batterie. Gucken wir mal, hilft das gegen sie? Ja, das hilft und das macht schönen Schaden. Gut. Oh. Wahrnehmung ist immer gut. Vitalische Schäde sind schlecht. Absolut. Nasalhelm und ein Schuppenpanzer. Eiserner Kämpfer, unbarmherzig und stürmisch, gleich tausender Feinde. Diese Nische ist von Bildern von Männern und Frauen gefüllt, die Hämmer schwingt und Eisen über einer Schmiede erhitzen. Ja, wir sind ja hier in der Schmiede. Und noch eine gute Kettenrüstung. Okay. Das heißt, wir können nur noch in den Raum, in den großen Raum in der Mitte. Außer das hier ist ein separater Raum. Mal gucken. They shall see nothing, while I see much. Sieht aber nicht danach aus. Gut, dann werden wir hier jetzt erstmal eine Rast einlegen. Ja? Können mit Edea reden. Hope I didn't seem ungrateful back there in the battlefield. And you went out of your way. Hoffentlich erschien ich dir da hinten auf dem Schlachtfeld nicht undankbar. Du hast schließlich keine Mühen gescheut. Das ist mir nicht aufgefallen. Du hattest viel auf dem Herzen. Das ist schon besser. Das war wichtig für dich. Du hattest viel auf dem Herzen. Didn't expect that. For a second I thought I was gonna finally see some answers. Er lächelt reumütig. Wir sind sehr nah gekommen. Das hatte ich nicht erwartet. Eine Sekunde lang dachte ich, dass ich endlich einige Antworten bekommen würde. Foolish, of course. And why should I get answers? There's a world of Athasians out there. Don't know if their god's been blown up. Still, man can't help looking back. Das war natürlich töricht. Warum sollte ich Antworten bekommen? Da draußen gibt es eine ganze Welt voller Iotasier, die nicht wissen, ob man ihrem Gott in die Luft gejagt hat. Trotzdem kann man das Zurückblicken einfach nicht sein lassen. Yes, you know that well as anyone. Er klatscht auf die Schulter. Das solltest du wohl so gut wie alle anderen verstehen. Er starrt in die Ferne, fokussiert sich auf ein entferntes Objekt, gleichwohl ungesehen und unbemerkt. I might have turned my back on my God when he needed me. That's all I'll ever know. Vielleicht habe ich meinem Gott den Rücken zugedreht, als er mich brauchte. Mehr als das werde ich niemals erfahren. Was würde dein Bruder wohl darüber zu sagen haben? Du hast getan, was du tun musstest. Selbst wenn weit wie ein Iotas war, so handelte er doch zerstörerisch. Es scheint mir in der Tat, als hättest du deinen Glauben der falschen Seite geschenkt. Er hätte allen Einigkeit gebracht, wenn auch mit Gewalt. Dein Fehler bestand darin, dass du auf jemanden gewartet hast, um dir zu sagen, was richtig ist. Was würde dein Bruder wohl zu sagen haben? He'd tell me to trust him.
course, it'd be a lot easier if I knew it was mine. But, maybe I don't need to. Ja, der scheint die Frage zu überraschen. Er denkt einen Augenblick lang nach. Er würde zu mir sagen, ich soll ihm vertrauen. Er zieht eine Augenbraue in die Höhe, der einen Mundwinkel folgt. Natürlich wäre es viel einfacher, würde ich seine Gedanken kennen. Aber vielleicht muss ich das nicht. Something to think about, I guess. Darüber könnte man wohl nachdenken, schätze ich. I'd be glad to. So, dann Schleichenmodus. Quicksave machen. Und ja, das hier ist definitiv dieselbe Kammer. Ein Mann und eine Frau aus glänzendem Adler gehauen gießen den Inhalt einer Vase zu ihren Füßen. Das ist nur Regen, Freunde. Keeping an eye out. Ach, da liegt noch was. Ja, wie gesagt, die Tür führt auch hier rein. Und ja, ich schleiche hauptsächlich wegen Fallen. Weil es heißt ja Spähen, nicht Schleichen unbedingt. Weil im Spähen-Modus hat man auch ein bisschen bessere Wahrnehmung. Laying low. Aber ja, der Raum scheint sicher zu sein jetzt, vor allem Dingen. Slow and silent. Okay, hier geht's wieder nach oben. Das heißt, wir waren unten im Heiligtum. Gehe jetzt wieder hoch in die hinteren Tempelanlagen. Wobei das Vordere für einen Tempel eine ziemlich komische Form hat, muss ich ja zugeben. Ja, wir sind jetzt hier. Also ja, doch, es sieht ziemlich tempelmäßig aus. Hier ist eine Art Garten gewesen. Wobei das könnte auch einfach überwuchert worden sein. Ja, und da ist unsere Photonenkanone. Irgendetwas im Äther summt und bummt durch deine Zähne. I'm here. Der Schleier eines Hens verweht über dem Körper, so schwach und unwillkürlich, wie eine Staubfahne in deinem galoppierenden Ross. Als du dich aber näherst, hörst du das Echo geflüsterter Anweisungen in deinen Ohren und die Erwartung wärmt dein Blut. In der Vision siehst du dieselbe Steinmaschine, der du dich noch vor wenigen Augenblicken genähert hast, aber mit anderen Blickwinkeln und aus anderer Höhe. Als ob du durch fremde Augen sehen würdest. Du hattest Gerüchte gehört, dass einige deiner Brüder vor Monaten hierher geschickt worden waren. Und doch siehst du keinerlei Anzeichen, dass jemand hier war. Die Pflastersteine sind sogar mit einer dünnen Staubschicht bedeckt. Asche.
Plötzlich weißt du, welchen Preis du zahlen musst und du bist bereit. Die Befehle waren eindeutig. Die Wirkung der Maschine in Clea Bakrilak ließ nach. Vor kurzem war unweit von Dürford ein Kind mit intakter Seele geboren worden. Die Maschine musste wieder aktiviert werden.